Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen zurück zu Planet Coaster. So, wir haben ja beim letzten Mal die schöne Bahn aus dem Workshop gebaut. Viele gestern durch, sehe ich gerade. Tatsächlich. Ja gut, muss ich gleich mal gucken. Und zwar, wir müssen hier sowieso noch Getränke, Toilette, alles hinbauen. Das sind wahrscheinlich größtenteils die hier durch haben. Weil die Butze ist ja voll. Das werden wir natürlich nach und nach dekorieren. Wir müssen da hinten aber noch dekorieren. Wir müssen aber auch zusehen, dass wir das Ding hier endlich mal auf 100% kriegen. Weil das Ding hat immer noch gerade mal 49% und macht sogar Minus. Das geht so natürlich nicht weiter. Hier muss noch ein bisschen dekoriert werden. Da bin ich aber überlegen, ob ich das im Schnelldurchlauf mache. Weil wir haben hier ja schon so lange dran rumgespielt. Jetzt nochmal eine Stunde daran rum will ich jetzt auch nicht. Ich werde jetzt aber als erstes erstmal hier, die wollte ich ungefähr hier haben, Getränke so hinbauen. Da will ich jetzt mal kurz gucken, ob wir, das ist ja eher so Maya und so Kram. Ah, ich weiß nicht, so Pyramide passt ja nicht unbedingt hin. Alter, ist das groß. Ah, es wird schon einigermaßen passen, aber das Ding ist auch schon sehr, sehr groß. Geh mal kurz auf Filter. Eigene, nein, nicht eigene Text. Nein. Ich wollte auf Quelle gehen. Ja, wenn man die falschen Tasten erwischt, ne? Quelle. Frontier. So, dass er mir jetzt nur die Frontier-Sachen anzeigt. Und zwar, das wäre die Pyramide. Was haben wir hier noch? Abenteuer-Schief-Beef. Ja, aber ich will nicht um den Schief-Beef, weil den haben wir ja schon so. Der wird hier aber sogar hinpassen, auch mit dem Bäumchen und so. Ne, den könnte man ja so ein bisschen mit in die Steine hier einbauen. Ah, warte mal, ich habe da schon eine Idee. Wenn man den hier so ein bisschen mit zwischenbaut. Dann müsste eigentlich ein bisschen dichter ran, wenn man den hier so ein bisschen mit... Ich weiß nicht, wie weit ich ihn rankriege an die Bahn, aber... Dass es so aussieht, als wenn es hier mit reingebaut ist, so mit reingewachsen. Vielleicht noch ein bisschen dichter. Ah, aber da geht nicht. So wird aber gehen. So sieht es doch schon so ein bisschen aus. Hier stellt man vielleicht noch einen Stein zwischen. Hier passt das eigentlich schon ganz gut. Also das ist ein Chief Beef. Ja gut, Chief Beef haben wir nur einen vorne. Ne? Könnte man hier eigentlich noch hinstellen. Will das Werbeschild da jetzt nicht ändern. Der würde doch eigentlich ganz gut hier passen. Tasty. So, was haben wir denn bei Getränken? Haben wir da auch irgendwas Abenteuermäßiges? Ja, der sieht aber genauso aus, ne? Oder? Mit, was ist da drin? Cosmico Ice Cream. Eiscreme, das ist doch kein Getränk. Abenteuer Cosmico, okay. Gibt's hier die Getränke oder die Eiscreme? Ne, das sind die Getränke. Haben aber ein Eiscreme-Schild dran gemacht. Na gut, warum nicht? Wenn man die so nebeneinander stellt, sie so ein bisschen verwachsen aussehen. Passt das? Für dich komme ich denn da ran? Ah, ist natürlich ein bisschen zu dicht. Soll ja auch nicht überwachsen werden, aber... So sieht das doch ungefähr so aus, als wenn sie zusammengehören. Ist hier in der Bahn gut mit drin. Passt doch eigentlich ganz gut. Da haben wir das direkt nebeneinander. Getränke brauchen wir unbedingt. Und wir stellen gleich unbedingt noch einen Techniker ein. Und deswegen drücke ich jetzt auch mal kurz Pause. Fällt mir gerade ein, wir müssen hier gleich noch die Dienstpläne einstellen. Nicht, dass die wieder woanders hinrennen. Hier muss nämlich auch unbedingt noch ein Personalgebäude hin. Da führt kein Weg dran vorbei. Dann haben wir hier einmal Milchshake. Gut, das wären die Getränke. Was ist das denn? Planet Coaster Design, aha. Die sind aber neu, oder? Luniballons, da fällt mir ein, was können wir eigentlich auch mal bauen? Haben wir noch gar nicht, wir haben schon alles erforscht, aber... Ich gucke jetzt erstmal nach Toilette, haben wir irgendwie eine Toilette im Abenteuerdesign oder so? Das weiß ich gar nicht. Sieht aber nicht danach aus. Sci-Fi-Toiletten, Bonze der Clown, Pirat, festlich, Pirat, Dorf, wieder Pirat, noch mehr Pirat. Normale Planet Coaster, das ist Western, Sci-Fi, Sci-Fi, gut. Toiletten haben wir schon mal wieder nicht. Gut, wenn ich jetzt wüsste, wie sie das hier gebaut hätten. Ah, ich sehe gerade, hier sieht man nicht. Ich habe eine Toiletten aber schon eine Idee. Müsste hier bloß mal gucken. Der Baum hier, der müsste wahrscheinlich weg. So. Hier fehlt der Kopf. Hm? Habe ich den Kopf gerade gelöscht oder fehlte der von Anfang an? Warte mal, ich gehe mal einmal kurz zurück. Der fehlt von Anfang an, ne? Ja. Gut. Den habe ich hier nicht gelöscht. Da fehlt ein Kopf. Aber ist auch nicht so schlimm, muss ja nicht beides gleich aussehen. Ich werde hier einfach so ein Cosmico hinmachen und dann eine Toilette nehmen. Müsste gehen. Toilette. Das ist der, oder besser gesagt, ich nehme so ein Essensding. Da ist der Kopf zumindest dran. Da machen wir so ein bisschen Wechsel. Andere haben wir hier auch nicht, oder? Nee, Sci-Fi-Bürgerstand, das ist Western da unten. Andere Abenteuersachen haben wir nicht, wie es aussieht. Nee, außer die Pyramide. Ich meine, die Pyramide würde hier zwar auch gut hinpassen, aber ich will ja später noch mehrere Abenteuersachen bauen. Da könnte man den hier ganz gut hinbauen. Ich nehme jetzt
Getränke? Den da? Bau ihn denn ungefähr... Na, der müsste andersrum. So? Ungefähr so hin? Kann man ja noch ein bisschen Deko rummachen. Und tauscht da drinnen gleich den Laden gegen die Toilette aus. Das müsste machbar sein. Wenn man den jetzt hier so ein bisschen dichter mit ranstellt. So ungefähr. Ich hoffe, ich kriege da die Wege durch. Das könnte schwierig werden. Hier kann man ja noch ein bisschen mit Steinen so dekorieren. Das passt ja alles. So, den baue ich mal. So, Gebäude bearbeiten. Das Ding hier. So. Der kommt raus. Das Schild, das machen wir gleich. Da muss jetzt eine Toilette rein. Angepasst. Toiletten. So. Und natürlich muss hier vorne der Stein weg. Sonst kommen sie da ja nicht rein. Das geht ja nicht anders. So. Der muss weg. Der muss weg. Der muss weg. Und das sind, glaube ich, die großen Bäume, die hier durchgehen, ne? Ah, ich kriege nur die Toilette angeklickt. Nein, ich will den dahinter haben, nicht den hier vorne. Was ist denn der dahinter? Das ist, glaube ich, der große hier, ne? Oder ist es der da? Oh, ist der, ne? Ja, aber gut, den könnte man hier wegmachen. Hier kann man nur ein paar Büsche oder sowas hinmachen. Das passt alles. Wie gesagt, man muss ja die fertigen Sachen nicht so stehen lassen. Man kann sie ja umbauen. Aber hier geht's einigermaßen. Hier können sie sich vorbeischlängeln. Gut. Dann muss sie aber definitiv das Schild... beworbene Ziele festlegen. Oh, warte mal, das kann man sogar ändern. Was soll der bewerben? Gar nichts, den will ich so weghaben. Wo haben wir denn die Schilder? Das ist eine gute Frage. Wir sind noch auf Gebäude. Achterbahnstation, kleine Gebäude, große Gebäude. Bandschilder, sind die das? Servicegebäudeschilder. Wir haben doch bestimmt irgendwo ein Kloschild, oder? Information, erste Hilfe. Es gibt doch bestimmt irgendwo ein Toilettenschild. Das zum Beispiel. Ah, oh, das ist eher ein Märchen. Moment. Das hier soll weg. So. Wird das da reinpassen? Ah, müsste man natürlich... einmal hochsetzen. Aber das müsste doch gehen, oder? Müsste natürlich noch ein bisschen runter und ein bisschen vor. Wahrscheinlich ein bisschen, das ist zu klein. Ich guck mal, was es hier sonst noch gibt. Toiletten. Ja, das passt hier nicht ganz. Alles Piratenschilder, ne? Das ist Erste Hilfe. Informationssymbol, Toilettenwandschild, das ist zu klein. Auch zu klein. Ah, okay, ich glaube, am besten passt wirklich noch das hier, auch wenn mir das Piratensymbol da drauf jetzt nicht gefällt, aber passt zumindest ein bisschen. Das müsste muss gedreht werden, ein bisschen. So ungefähr. So. Und dann, da bin ich schon weiter rein. Müsste doch nochmal ein Dickchen gedreht werden. Bisschen nach oben. Ungefähr so. Vielleicht noch ein bisschen da, damit es gerade hängt. Jetzt müsste das Ganze noch mal ein bisschen hoch. Geht's einigermaßen? Hängt da dran, ne? Sieht so aus, als wenn er den auf der Brust klebt. Ah, vielleicht ein Tickchen rein und ein Tickchen drehen. So, ja. Müsste ein bisschen so gedreht werden. Vielleicht ein Tickchen höher. So, und ich glaube, jetzt müsste das noch ein Tickchen nach oben. Ungefähr so. So sieht es zumindest aus, als wenn er komplett auf der Brust ist. Und man kann doch sehen, Toiletten. Gut, hängt ein bisschen schief, ne? Aber das können wir ja gerade drehen. Das ist ja nicht das Problem. Müsste ein bisschen nach da. So. Zack. Dann haben wir das ausgetauscht gegen Toiletten. Schon haben wir ja auch ein Klo. Wir brauchen hier natürlich definitiv auch ein Personalgebäude. Da muss ich mal gucken, das wisst ihr ja, die habe ich gerne ein bisschen versteckt. Hier will ich so eine Art Platz davor bauen. Hier, bevor wir ein Personalgebäude machen. Ich würde gerne... Das ist jetzt fertig, das Gebäude. Einmal gucken, ob es Abenteuer... Hutläden und sowas gibt. Bauplan. Gibt es da irgendwas? Nee, da gibt es ja gar nichts in die Richtung.
bin auch noch auf Toiletten. Souvenirläden. Karibisch, Piraten. Oh, Sci-Fi. Und da unten ist Western, das ist ein normaler Hutladen. Gut, sowas direkt in die Richtung gibt's auch nicht. Wie sieht denn der Tiefsbruch aus? Der könnte hier aber auch so einigermaßen hinpassen vom Aussehen her. Wo ist denn da der Laden? Ach, da vorne. Das ist ein Hutladen? Oder was ist das? Geht nur Souvenirladen. Das ist entweder Hut oder Luftballon, das weiß ich nicht. Aber der ist ein bisschen groß. Ich wollte ja so eine Art Plaza aufbauen, hier so neben. Aber dann geht's da durch. Gibt es denn keinen kleineren? Ah, den. Aber der passt hier wieder nicht so ganz. Der ist schon wieder mehr Pirat. Aber da wären zwei drin. Just a Momento und Hüte. Wenn man den so ein bisschen umbaut mit Stein und so. Was haben wir denn hier noch? Märchenimbissstand. Oh Gott, wir sind fast pleite. Den können wir uns gar nicht mehr leisten hier. Märchen so viel. Wir sind echt fast pleite. Wir müssen erstmal an Geld kommen. Bevor ich das jetzt baue, baue ich erstmal das Personalgebäude. Das andere kann man sich später drum kümmern. Da haben wir auch nur Märchen, Karibisch und Piraten-Personalgebäude. Dann machen wir das nochmal. Wir nehmen diesmal einen ohne Hut. Gibt es hier eine Information? Auch nicht ein Abenteuer. Okay. Restaurants sind so auch nicht, ne? Nein. Gut, dann nehmen wir den Getränkeladen, nehmen wir diesen Abenteuerladen. So baue ich das Personalgebäude hin. Das möchte ich ein bisschen versteckt haben. Das baue ich wahrscheinlich wieder hier hinter. So, oder? Ah, muss man die Personalgebäude denn wirklich immer verstecken? Ich meine, könnte das hier hinbauen fürs Personal. Da müsste ich hier so einen Weg vorbeibauen. Das würde gehen, dann habe ich hier später noch Platz für die anderen Gebäude. Ich glaube, ich baue das hier so mit in die Ecke. Dann ist es zwar nicht versteckt, aber fällt nicht so ganz auf. Boah, ein bisschen da rein in die Butze. So. Dann sieht es doch schon so aus, als wenn es fast mit zur Bahn gehört. Dann haben die hier sogar noch ein bisschen Deko dazu. Ups. Hier so eine komische Statue. Was will man mehr? Den bauen wir da jetzt so hin. Tauschen den aber natürlich aus. Der weg. Wie bei den Toiletten auch. Angepasst, Personalgebäude, darin, einmal umdrehen, so, und natürlich müssen hier auch, da führt ja kein Weg dran vorbei, die Steine weg, wenn ich sie mal angeklickt kriegen würde. Nein, das ist das Gebäude, ich wollte den Stein haben, mein Freund, lass dich anklicken, krieg ich den Stein nicht angeklickt, warum nicht, das ist das, den will ich ja gar nicht. Ist der? Ist der Kleine da unter? Ich will den Großen hier vorne. Wieso kriege ich den Großen hier vorne nicht? Hm? Das ist wieder der? Ich kriege echt den großen Stein hier nicht angeklickt. Hm. Soll ich den jetzt zu fassen kriegen? Vielleicht von hier unten? Ne. Ah, es ist doch jetzt blöd. Das ging doch bei dem anderen vorhin auch. Na, der lässt sich nicht anklicken. Was ist denn der? Das ist ein Stein, aber da habe ich die anderen alle mit, ne? Wenn ich den wieder rausklicke... Jetzt hat er den mit angeklickt. Kann nicht so schwer sein, nur den Stein zu kriegen. Dann nehme ich ja gleich alles mit. Das soll er ja nicht. Er soll nur den Stein. Weil so kommen die da ja nicht rein. Das ist wieder das Gebäude. Das ist wieder der Baum. Ich meine, die laufen wahrscheinlich auch da durch. Aber wie sieht denn das aus? Den Stein kriege ich zu fassen. Aber die anderen nicht. Ist das? Das ist der Baum, ne? Oder? Ja, nee, den Baum wollte ich da ja gerne stehen lassen. Rückgängig. Nur den Stein. Krieg den Stein nicht zu fassen. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Stein da zu fassen kriegen soll. Das haben sie ja natürlich so blöd zusammengeklatscht, dass man den echt nicht mehr zu fassen kriegt.
Ich habe ja nicht mal den Stein, ne? Ich habe die Bäume dahinter und das Gebäude. Was ist das Ding hier vorne? Was ist das Ding dahinter? Keine Ahnung, wie ich den jetzt hier kriegen soll. Das ist... Mist. Bin ich jetzt im Gebäude drin? Ja, ne? Also kriege ich wahrscheinlich nur das Gebäude, ja. Das ist doch jetzt blöd. Gut, ich lasse es jetzt erstmal so. Ich kann ja jetzt nicht die ganze Zeit rumspielen. Das Kosmikus-Schild da oben muss noch weg. Das kriege ich wohl hoffentlich zu fassen. Gebäude bearbeiten. Na, den Stein kriege ich definitiv nicht, aber das Schild. Das Schild kommt weg. Die werden ja wohl wissen, was ihr Personalgebäude ist. Die werden da wohl durchlaufen, aber für den Anfang geht's. Jetzt gehe ich. Das ist erstmal fertig. Ich werde da offline mal versuchen, den Stein wegzukriegen. Ich kann da jetzt nicht Ewigkeiten dran rumzufummeln. Jetzt erstmal die Plaza hier. Und da werde ich wohl auf Raster gehen müssen. Obwohl Raster ist ja unmöglich, weil die stehen ja schief. Nee, Raster geht hier definitiv nicht. Ich habe hier was für einen Boden genommen? Diesen Steinboden. Diesen, ne? Ich glaube, ja. Machen wir mal eine normale Größe. Ich glaube, 4 war das. Jupp. Da einen hin. Da einen hin. Ah, ob ich die jetzt als Platz dafür verbunden kriege, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher weniger. So, und dann hier so vorbei, geht das? Was ist denn das für ein Gebäude? Was fehlt denn hier? Toiletten sind hier, Essen ist da, Trinken ist da. Was hatte ich denn hier hingestellt? Oder gehört das so? Ne, es gehört doch nicht so, oder? Beef, doch, das gehört so. Hier ist noch so eine leere Höhle. Warum auch immer hier jetzt eine leere Höhle ist. Könnte, das glaube ich, als Durchgang gedacht. Aber warte mal, da könnte man doch jetzt in der Tat, weil wir jetzt nicht viel Geld haben, warte mal, angepasst. Zumindest Heads Fantastic, Just a Momento, Looney Ballons, so einen Hutladen reinstellen, oder? Müsste ich den anklicken? Bearbeiten. Ich weiß nicht, ob es passt. Ich probiere es mal. Lehn- und Servicegebäude, Hutladen, da. Welchen da rein? Ah, passt nicht ganz genau, ne? Verschieben kann ich ihn hier drin nicht, ne? Nein. Passt wegen dem Raster nicht, okay. Dann gehe ich da mal einmal kurz auf ein Gebäude fertig und probiere den mal so reinzusetzen. Wenn ich ihn da so reinkriege. So, ein bisschen versteckt hier drin. Wenn es geht. Also geht's, aber vielleicht ein bisschen nach da schieben. So. Das müsste gehen. Gut. Und dann nehme ich schlicht und einfach. Der hier ist ja auch so halb mit da drin verbaut. Ich will jetzt schlicht und einfach das Stück hier. Gebäude bearbeiten. So, ich will nur das Stück hier, die Steine hier vorne. Da haben wir wieder das Baumproblem, aber ich wollte die eigentlich nur kopieren. Kopieren? Ah, er kopiert den ganzen Laden mit. Okay, haben wir gleich. Warte mal, ich stelle das einmal kurz dahin. Das Gebäude mal fertig. So. So, und das Gebäude jetzt hier. Das ganze Gebäude, meine ich. Zählt gar nicht als Gebäude. Ja. Weil der soll weg. Die Bäume dahinter sollen auch weg. Ich will nur die Steine davor haben. So. Dann haben wir nur die Steine. Kopieren. Gebäude ist fertig. Und die setzen wir dann schlicht und einfach davor. Sind aber weniger als sonst, ne? Kann aber auch sein, dass sie davon mehrere aneinander geklatscht haben. Bischle rein in die Buze. Ein Bischle zur Seite. So. Ja.
Also das sind definitiv nicht alle. Ich wollte eigentlich genau die gleiche Höhe haben wie da hoch. Kopieren. Kriegen wir alles hin. Das ist jetzt bloß ein bisschen blöd, dass ich die immer wieder kopieren muss. So. Nochmal kopieren. Denen da nochmal vor. Ein bisschen hoch. Ah, schon ein bisschen zu hoch. Das sieht man im Laden. Das ist natürlich blöd. Ah, wir kommen der Sache aber schon mal näher. Ich glaube, ein, zwei Mal noch und wir haben's. Ich frage mich bloß, warum man das immer wieder kopieren muss und endlich einfach mal am Mausfall bleibt, bis man das ganze Problem hier behoben hat. So, den einfach da so vorsetzen. Dann haben wir es doch schon. Ah, hier ist noch ein bisschen zu sehen, aber das geht jetzt so. Gut. Dann werde ich jetzt die Wege verbinden, weil wir sind so gut wie pleite. Dann haben wir zumindest einen Hutladen hier mit zwischen, so einen kleinen Verstecken. Und das mit dem Wegen, dessen wollte ich es ursprünglich als Raster machen. Ist halt so eine Sache. Ich glaube aber nicht, dass ich da jetzt ein Raster rankriege. Oder? Wahrscheinlich nicht, nein. Das wird auch mit den Geschäften nicht passen. Raster kann ich knicken. Aber Breite müsste ich mal höher. Gucken, ob das so geht. Als Art Plaza, was eigentlich hier hin sollte. So sollte das. Und dann hier quasi weitergehen. Ich wollte das ja eigentlich als großen Platz haben, was wahrscheinlich nicht geht, ne? Ne. Kann ich? Das müsste ich jetzt mal ausprobieren. Raster direkt auf Wege setzen? Raster geht, ne? Ja, aber lässt sich hier trotzdem nichts reinsetzen. So, warte mal, ich probiere mal was. Hier ein Raster hin. Ah, warte mal, der müsste der weg, der weg, der weg. So. Hier geht jetzt wieder nicht wegen den Ecken. Gut. Also der müsste nochmal weg, dann geht hier hin, ne? Da müsste ich dann mal gucken, dass ich es so angeschlossen kriege. Hier müsste aber die eine Ecke weg. Ah, gut. Mal gucken, ob ich den denn da irgendwie rankriege. Und hier muss ich dann irgendwie einen rankriegen. Ohne Raster. So, das müsste doch gehen, oder? Ah, das ist nicht so optimal. Geht aber nicht anders, ehrlich gesagt. So hätte ich es gerne ungefähr, aber so lässt das nicht machen. So will er es nicht. Warum auch immer er das so nicht macht, wahrscheinlich wegen dem Stück da, ne? Hm, ungefähr, komm. Sieht ziemlich schon aus wie so ein großer Platz mit so einer kleinen Einkaufsmeile. Was wird denn hier angeschlossen? Das geht. Und dann muss ich bloß irgendwie mal gucken, dass ich den Ausgang hier wieder rangefriemelt kriege. So, dann mache ich mal wieder auf 4. 4 ist, glaube ich, die normale Größe. Und den werde ich dann wahrscheinlich einmal umbauen müssen. Gebogenes Gefälle ist an. Ich ihn hier quasi so rumziehe. Geht das? Da so mit ran? Gut, sieht ein bisschen sehr steil aus, aber es geht. So, und dann hätte ich hier, hier kann man einfach ein bisschen Deko hinmachen, dann fällt es gar nicht auf. Ein paar Bücher und sowas. Pflanzen, Steine. Dann kann man hier nämlich nochmal so kleine Tische hinmachen in die Ecke. Das Ding da kommt noch weg. Entfernen, so. Dann haben wir hier zumindest schon mal das Wichtigste. Hütte, Essen, Trinken, Toilette, Personalgebäude. Das hätten wir. Boah, ich bin echt so gut wie pleite. Wenn ich hier dann jetzt einfach
das kurze Stück hier kopiere, lässt er mich? Ja. Kopieren, das kann man denn nochmal hier vorne hinsetzen. Ungefähr so ein bisschen hier drauf. So. Ah, ein bisschen runter ist mir schon bewusst, aber das kommt gleich. Ein bisschen hoch, so. Ein bisschen hier so die Wegkanten zu verstecken. Da noch so ein bisschen rüber. So. Ah. Ungefähr so. Welche müsste man denn da nochmal machen? Ah, jetzt haben wir wieder das zünde Problem. Bleib doch mal am Mauspfeil hängen. Kopieren. Also ein Ganze denn nochmal hier hin. Ungefähr auf diese Höhe, ne? Ja, so passt das hier. Wunderbar. Dann haben wir es hier ein bisschen versteckt. Da mache ich dann nochmal so ein Ding hin. Da würde ich aber eher sagen, da kopiere ich dann einmal kurz das Stück hier. Genau. Kopieren. So hier mit drauf, dachte ich, so ungefähr. Ich glaube nicht, dass hier großartig Leute laufen, so fällt es nicht ganz so auf. Und hier wollte ich dann Bänke und sowas mit hinstellen. Dann haben sie hier zumindest alles Wichtige. Bänke, Mülleimer und so weiter und so fort. Gehe ich jetzt mal auf Szenerie. Und zwar bei Wegextras. Picknickbänke. Haben wir da irgendwas Abenteuermäßiges? Da müsste ich mal gucken. Inhaltspakete. Abenteuer. Ja, Abenteuer am Picknicktisch. Gut. Das geht, das geht. Denn einmal hier so ein bisschen an die Kante. Soll ja extra dafür da sein. Hm. Ah, jetzt die ganz gerade hinzustellen, ist vielleicht nicht so ganz einfach mit ein bisschen Abstand. Man kann da ja später noch ein bisschen Deko rumbauen, das ist ja gar nicht das Problem. Ich möchte nur, dass die Leute hier so ein bisschen sitzen können. Da ein bisschen. Da ein bisschen. Das wird halt so eine kleine Ausruhecke. Da noch etwas. Und vielleicht hier vorne nochmal. Was gibt es ja auch in wirklichen Freizeitparks, mal so kleine Ecken, wo nur Tische stehen. So. Und hier vorne, hier weiß ich noch nicht. Gucken, was ich hier hinbaue. Hier könnte man eigentlich auch nochmal so ein, zwei Tische hinstellen. Ein bisschen Abstand, so. Da oben vielleicht nochmal. Und da nochmal. Hier weiß ich noch nicht, hier vielleicht eine Liveband zwischen oder sowas. Mal gucken, ob es da irgendwas gibt. Das mache ich ja mal das nächste Mal. Jetzt sind erstmal wichtig Mülleimer. Haben wir sogar Abenteuermülleimer. Natürlich stellen wir hier Mülleimer bei den Tischen hin. So, zumindest ein und hier ein. Ah, vielleicht ein bisschen dicht, aber hier so zwischen müsste gehen. Und selbstverständlich auch bei den Geschäften. Da kommt einer hin, dann mache ich hier noch einen zwischen. Und da kommt definitiv noch einer hin. So. Weil die brauchen sie definitiv. Hier müssen dann ja auch noch Sicherheitskameras und vor allen Dingen Licht und so hin. Eins nach dem anderen. Ich hoffe, die Bahn habe ich jetzt nicht geschlossen. Lassen wir das Ganze erstmal weiterlaufen. Und sehen, ob es funktioniert. Also die haben hier jetzt Hüte. Jo. Na, es geht doch, geht doch. Gut, natürlich fehlen hier vorne noch, aber das hier ist ja noch nicht fertig. Die Fläche soll ja nicht so leer bleiben. Ich wollte hier jetzt halt erstmal ein paar Geschäfte hin haben. Scheint aber zu funktionieren. Also diejenigen, die aus der Bahn rauskommen, kommen hier erstmal rauf. Und nicht gleich da rein, wie das vorher war, sondern die müssen ja quasi hier zurück. Mir geht es halt darum, nutzen sie die Tische. Wie es aussieht, ja, sie setzen sich tatsächlich rauf. Das freut mich. Sie gehen auch einkaufen, sie haben Toiletten, die müssten auch auf 1 Euro eingestellt sein. Mir gefällt diese kleine Ecke hier nicht, aber da wüsste ich im Moment nicht, wie ich das anders machen soll. Kaufen sie sich auch Hüte? Da müsste ich überhaupt mal einstellen bei den Hüten. Waren. Krone, Piratenhut. Ah, Krone wolltest du nicht im Mädchenviertel, das ist mal drin, aber Piratenhut nehme ich raus. Baseballkappe aus, Cypherhelm genauso, genauso wie Cowboyhelm. Bogenschütze kann drin bleiben. Spezialeffekt Baseball-Cape, naja. Freiheitsstotter Uncle Sam, gruseliger Schädelhut, gruseliger Hessen, Krokodilhut, den können wir eigentlich reinmachen. Und Steinhut, das ist ja so weg. Oh, und für alle Läden die gleichen Preise.
Guck, da haben sie sich mir schon die falschen Hüte gekauft. Viele Gäste haben Durst. Ja, wir haben doch gerade einen gebaut in Kindsaufen. Scheint zu funktionieren. Viele, die gehen hier erstmal pinkeln oder essen oder sonst was. Und definitiv habe ich wieder vergessen. Einmal kurz in die Verwaltung. Arbeitspläne. Ne, Forschung im Moment nicht. Finanzen, wo waren jetzt die Arbeitspläne? Über Personal, ne? Neuen Dienstplan erstellen. Damit die hier nicht wieder stiften gehen. Und ich habe vergessen, einen Weg zum Personalgebäude zu bauen, sehe ich gerade. So. Dieser Arbeitsplan heißt denn halt Adventure. Na, Adventbär. Gut. Arbeitsplan speichern. Und dann kann ich mich gleich gucken bei meinen Verkäufern. Es müsste ich ja rein theoretisch wieder welche haben. Und zwar die, die ich hier neu eingestellt habe. Es müssten 3 Stück sein, die noch keinen Bereich haben. Genau, die 3 hier. Adventure, dass sie auch hier bleiben. Adventure. Und der natürlich auch Adventure. Und ob jetzt 3 neue, so vielleicht ein bisschen viel, weil deshalb machen ja nicht alle gleichzeitig Pause. Ich stelle mal 2 neue ein, die auch Adventure kriegen. Zack. Und zack. So. Dann haben sie zumindest hier was zum Wechseln. Das machen wir jetzt gleich von Anfang an immer mit, damit hier nicht alles durcheinander rennt. Adventure und nochmal Adventure. So. Techniker, ich habe auch das Gefühl, dass der eine Techniker überlastet ist. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommt der nicht schnell hinterher. Ich stelle nochmal einen zweiten Techniker ein. Und der war es dann aber auch erstmal. So. Jetzt kann das Ganze fast weiterlaufen. Wir sind so gut wie pleite, aber es muss ganz dringend ein Weg zum Personalgebäude. Wie sollen die denn sonst da hinkommen? Weil das nur für Personal ist, kriege ich den Weg da unten durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Okay. Hätte ja klappen können. Aber geht eindeutig nicht. Nein, ist zu eng. Dann mache ich es von hier einfach so vorbei. Geht auch. So. Ist halt der Weg zum Personalgebäude. Jetzt kann das Ganze auch weiterlaufen. Und dann mal hoffen, dass wir Gewinn reinkriegen. Dessen mache ich im Moment keine Forschung, weil wir halt nicht so den dicken Gewinn haben im Moment. Ups. Ah, hier wollen zu viele. Es sind aber auch immer noch so pervers viele im Gruselbereich. Wir haben mittlerweile auch 3500 Besucher im Park. Also das ist schon eine ganze Ecke. Und die meisten tummeln sich immer noch hier hinten wegen der Achterbahn. Und halt wegen dem Ding. Aber ich hatte ja gehofft, deswegen die Wasserbahn da vorne dankbar hinzulocken. Ich meine, zum Teil sind da welche. Es ist hier ja auch schon weitaus mehr los, wie man sieht. Aber es sind nicht so viele da hinten wie im Spookbereich. Ich habe ja gehofft, dass die und die Bahn da ein bisschen was abkriegen, aber hier liegt es wahrscheinlich auch zu dem Deko. Das sagte ich ja, da muss ganz dringend Deko hin. Da werden wir uns das nächste Mal beschäftigen. Muss leider. Geht nicht anders. Gut, im Moment hat es eh ein technisches Problem. Das ist irgendwie dauerkaputt, das Ding, ne? Aber hier, das Ding zieht ja auch gut Leute an, also so ist es nicht. Hüte, alles ist voll hier, Toiletten werden benutzt, was will man mehr? Sitzen tun die hier auch. Mülleimer haben sie, Banamaden? Nee, Skarabäen. Ja, die Skarabäen passen hier ja noch nicht wirklich, aber gut. Zumindest nutzen sie das hier, so verteilt sich das hier auch ein bisschen, wenn sie aus dem Ausgang rauskommen. Gut, ich hoffe, das hat euch bis heute gefallen, auch wenn wir jetzt nur eine kleine Einkaufspassage hier gebaut haben, aber zumindest haben wir nicht so lange rumgefummelt wie die letzten Folgen. Wir müssen uns leider beim nächsten Mal hier ein bisschen um die Deko kümmern. Muss ja nicht viel sein, aber ein bisschen, damit wir das Ding auf 100% kriegen. Und dann mal gucken, wenn wir es irgendwie beliebter kriegen, genau wie der ist veraltet. Und ich glaube, um die da hinten müssen wir uns auch kümmern, weil wir machen dick Minus. Ich kann da nochmal in die Parkverwaltung gehen. Finanzen. Gut, das war jetzt der Bau der Bahn. Die war ja so schweineteuer, aber wir haben davor schon die ganze Zeit Minus gemacht. Wenn wir Glück haben, machen wir Instansi wurde repariert. Ein bisschen Gewinn. Was sieht's denn aus mit einer Attraktion? Ja, guckt euch das mal an.
Gut, dass ich einen zweiten Techniker eingestellt habe. Dampf kaputt, Teacups kaputt, Looney Tunes kaputt. Weil die Achterbahn, sobald die einmal kaputt ist, macht die sofort Minus. Aber Größen und Ganzen geht das. Meine Geschäfte danach machen... Wundert mich eigentlich, warum die da hinten Minus machen. Pizza Pen ist hinten im Größebereich, da ist es brechend voll. Zahlt alles nicht, die Toiletten, kleine Attraktion haben wir noch keine. Das Hotel macht Minus, war zum Glück nicht allzu viel, nur 152. Das Restaurant macht, glaube ich, dick Minus, ja. Wir müssen dringend, deswegen die Deko, hier Leute hinkriegen. Viele Gäste haben Durst. Ja, das verstehe ich aber nicht so ganz. Wir haben so viele Getränkestände. Die machen teilweise sogar Minus. Leute, wir haben so viel. Ihr könnt überall hingehen zum Trinken. Sogar da hinten. Warum tut ihr es denn nicht? Sogar da ist was zu trinken. Ist ja schlimm. Okay. Aber trotzdem, ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Wir machen dann morgen weiter hier erst ein bisschen dekorieren. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie mit dem Trinken hinkriegen. Und wieder irgendwie ins Plus kommen. Oh, jetzt bin ich im Minus. Warum? Das ist nicht gut. Keine Ahnung, was hier verkehrt gelaufen ist. Da muss ich nochmal nachgucken. Dann machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.